Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Heute wieder mit einem Zweizüger. Zweizüger sind ja die kürzesten Probleme und man könnte deshalb meinen, dass es auch die einfachsten sind. Nicht nur was das Lösen angeht, sondern auch was den Inhalt angeht. An der ersten Annahme ist schon etwas dran. Die zweite allerdings, dass Zweizüger vom Inhalt einfacher wären als längere Probleme, die wäre komplett verkehrt. Denn gerade Zweizüger sind oft erstaunlich komplex. Um den Inhalt eines solchen Zweizügers zu verstehen, muss man allerdings bereit sein, sich mehr als nur die Lösung anzusehen. Und was ich damit meine, das möchte ich euch zeigen heute mit einem Problem von John Rice. Ich gebe euch mal direkt einen Lösetipp. Ihr seht auf der vierten Reihe eine sogenannte Halbbatterie. Es gibt einen Batteriehinterstein, das ist der Turm, der in Richtung Schwarzer König guckt. Und wir haben zwei Batterievordersteine, die beide ziehen müssen, damit der Turm tatsächlich den König angreifen kann oder zumindest das Feld G4. Und eine Löseidee, die man als erstes haben wird, ist, einen der beiden Vordersteine zu ziehen, um dann im zweiten Zug den anderen zu ziehen und damit die Batterie zu aktivieren. Und das ist tatsächlich auch schon die richtige Idee. Ihr müsst jetzt nur noch rauskriegen, welcher ist der Stein, den man als erstes zieht und auf welches Feld genau muss man den ziehen. Also jetzt wäre die Gelegenheit, das Video anzuhalten. Die Lösung ist Läufer nach D5. Was drohen wir damit? Überhaupt nichts. Wenn wir direkt nochmal ziehen müssten, dann könnten wir den schwarzen König nicht matt setzen. Aber jetzt ist ja erstmal schwarz am Zug. Und das Einzige, was er machen kann, ist mit seinem König zu ziehen. Der König kann schräg nach links oben, rechts oben, links unten und rechts unten. Und schauen wir uns mal an, wie wir dann matt setzen. Wenn der König nach F5 geht, dann folgt Springer schlägt D6. Wenn der König nach H5 geht, dann kommt Springer schlägt F6. Wenn der König nach F3 geht, dann kommt Springer C3. Und wenn der König nach rechts unten geht, nach H3, dann kommt Springer F2. Und die Königszüge, die wir da gesehen haben, die bilden ja ein geometrisches Muster und dafür gibt es einen bestimmten Namen im Problemschach. Das ist eine Sternflucht. Wir haben also hier eine vollständige schwarze Sternflucht. Und jetzt können wir sagen, ist doch schön, Problem gelöst, Haken dran, nächstes Problem. Aber dann würde uns die Hälfte des Inhalts entgehen. Es gibt nämlich noch einen zweiten starken weißen Zug und das ist der hier. Springer nach C3. Und jetzt gucken wir uns die vier Königszüge nochmal an. Wenn der König nach F5 geht, dann setzen wir fort mit Läufer D3. Wenn der König nach H5 geht, Läufer E2. König F3, dann kommt Läufer D5. Und König H3, Läufer F1. Ja, ist das jetzt eine zweite Lösung? Nein, ist es nicht. Denn Schwarz muss ja gar nicht seinen König ziehen. Er kann einfach seinen D-Bauern ziehen und wir haben kein Matt im zweiten Zug. Das ist also ein Fehlversuch. Aber es ist ein ganz besonderer Fehlversuch. Es ist ja nicht nur irgendein Zug, der nicht funktioniert, sondern erstens wird dieser Zug eindeutig widerlegt. Schwarz muss D5 ziehen. Und zweitens gibt es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen diesem Fehlversuch und der Lösung. In beiden Phasen haben wir nämlich die Sternflucht des schwarzen Königs. Und einen solchen Fehlversuch nennt man im Problemschach eine Verführung. Wir haben also sowohl in Lösung als auch in Verführung eine Sternflucht.
Die schwarzen Züge sind beide Male die gleichen, aber wir haben jedes Mal natürlich andere Matts und da sagt man, es gibt 4 Mattwechsel. Das ist also der Inhalt dieser Aufgabe und den hat Rice mit erstaunlich wenig Material darstellen können. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Lösen angefangen habe, da habe ich auch mal so eine Aufgabe gelöst und hinterher in der Besprechung stand dann, es gibt noch die Verführung sowieso. Und ich habe gedacht, was soll das denn? Warum soll ich mich mit Zügen beschäftigen, die gar nicht zum Ziel führen? Aber ich denke, an der Aufgabe von John Rice kann man schön sehen, dass einem mit so einer ignoranten Einstellung doch ganz viel entgeht an Inhalt und auch an Schönheit eines Problems. Ja, nächste Woche gibt es natürlich eine Weihnachtsspezialausgabe. Und wenn ihr schon in vorweihnachtlicher Stimmung seid, dann gebt uns doch ein Like. Schreibt uns einen netten Kommentar oder abonniert den Kanal. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.